Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir packen heute was Schickes von VIP Cross-Stitch aus. Schön, dass ihr da seid und mit mir gemeinsam das euch anschaut. Also, ihr habt es bestimmt schon im Thumbnail gesehen. Es ist ein riesengroßes Bild oder besser gesagt 5 Bilder. Wir gucken uns das mal an. Ich zeige euch mal den Stapel. Das hier ist der Stapel. Das war alles nochmal in einer großen Plastiktüte drin. In einer großen Plastiktüte war das drin gewesen. Und insgesamt sind es 5 Sticksets. Und wir gucken uns die alle mal an. Ich bin total sprachlos, vor allen Dingen, weil VIP Cross-Stitch das mitgemacht hat. Dadurch, dass das ein riesengroßes Set ist. Also das sind 5 Bilder, die alle zum gleichen Thema gehören, nämlich Legend of Zelda. Und diese 5 Bilder sollen ein 5-Teiler ergeben. Da gibt es 2 ganz kleine, 2 mittlere und ein großes. Alle 5 Bilder sind auf 11 CT und müssen mit 3 Fäden gestickt werden. Genau, und wir gucken uns das jetzt mal an, was da alles so drin ist. Ich glaube, ich zeige euch einmal vornherein ein Bild, damit ihr ungefähr ein Bild habt, wie das aussehen soll. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil dadurch, dass das bedruckter Stoff ist, erkennt man ja nicht so viel, weil das ja hier nicht so schön wie beim Diamond Painting ist, dass die Farben identisch sind. Nein, das sind halt komplett andere Farben. ich zeige es euch mal. Ja, also so soll das am Ende aussehen. 2 kleine, 2 mittlere und ein großes Bild. Und gehören alle zum Thema Legend of Zelda. Das Bild, was ich hier jetzt genommen habe, ist direkt aus dem Shop. Und ob es am Ende so aussieht, kann ich euch noch nicht sagen. Wir gucken uns das jetzt an. So. Hört man im Hintergrund TV? Das schneide ich gleich raus. Nein, es war Musik. So, ich habe hier jetzt das erste Set rausgenommen. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Man erkennt hier nicht viel. Das ist eins der kleineren. Und wer ganz, ganz viel Fantasie hat, sieht hier vielleicht ein Pferd und da Link sitzen. Also da braucht man schon Fantasie bei den Stickbildern, um das zu erkennen. Gut, was haben wir hier? Wir haben einen ziemlich festen Stoff, der komplett rundherum abgenäht ist. Finde ich gut, da brauche ich nichts nähen. Und hier ist die Legende einmal an der Seite, kann man aber nicht so gut lesen, finde ich. Also so generell, ne? Man kann das schon lesen, was da drauf steht, sofern meine Kamera einmal scharf stellt, bitte. Hallo? Kamera. Da, ne? Man kann es schon lesen, aber man braucht viel Einfallsreichtum. Man kann schon lesen. Ne? Gerade wenn ich jetzt die Hand auch drunter mache, ist es leichter zu lesen. Aber die Punkte, die stören mich halt, also die Löcher von der Leinwand, die stören mich dabei, das zu lesen. Und dafür gibt es dann glücklicherweise immer noch so eine Anleitung, wo alles nochmal in schön drauf ist. Ich zeige euch die Anleitung nochmal. Wir sehen hier quasi einmal die laufende Nummerierung 14, 15, 16, 17. Dann die Symbole, die hier auf dem Bild sind. Mit Glück, ich check's mal kurz ab. Ja, sind die gleichen wie auf der Leinwand. Wir hatten ja schon ein Bild gehabt, wo auf der Vorlage nicht die gleichen Symbole waren wie auf der Leinwand. Dann geht es sehr gut, dass man sich an dieser Legende hier orientiert. Dann haben wir hier die DMC-Nummer,
Das ist die ganz normale Farbkodierung, die es auch beim Diamond Painting gibt. Und hier hinten, das finde ich ganz, ganz toll immer, ist nochmal die Farbe hinterlegt, welche Farbe der Faden haben sollte, ungefähr. Das finde ich echt super. Das sollten sich manche beim Diamond Painting wohl auch mal abgucken. Ja, hier sieht man das Motiv, wie das gepixelt aussieht. Also das ist die gepixelte Version. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und man erkennt. Man könnte jetzt alles ein bisschen besser erkennen, aber man erkennt. So, diese, also wer es noch nicht gewusst hat, ich habe es nämlich auch erst gelernt, diese Dinger, oder ist das so eins? Kennt es gerade nicht. Kriegt es gerade nicht hin. Also manche von diesen Dingern sind selbstklebend. Da kann man diese Folie hinten dran abziehen und dann kleben sie. Aber der hier offenbar nicht. Toll. Jetzt wollte ich klug scheitern, ging nicht. Keine Chance. Gut, das ist quasi das Erste. Dann zeige ich euch noch das kleine Toolkit, was hier dabei ist. Und zwar gibt es ein Fingerring, eine Einfädelhilfe aus Metall mit einer kleinen und einer großen Seite. Und, oh Gott, wie viele Nadeln? Eins, zwei, drei, vier, fünf Nadeln. Ich glaube, ich werde nie wieder Nadelprobleme haben. Also fünf Nadeln. Eine Einfädelhilfe und einen Fingerschutz. Und dann gucken wir uns natürlich noch die Zähne hier an. Wir gucken uns jetzt nicht so genau an, weil wie gesagt, ich habe hier fünf Bilder liegen, die ich euch zeigen will. Und eins davon will ich mit euch auch in diesem Video anfangen. Hallo? Bitte einmal loslassen hier. Danke. So. Da ist noch mehr. Ich hab's gleich. Ich bin gleich soweit. Ich hab's gleich. So. Huch, ich hab's geschafft. Und zwar haben wir hier bei diesem kleinen Ding 46 Farben. 46 Farben, warum? Wahnsinn. Oh, guck mal, dieses schöne Babyblau. So ein schönes Babyblau. Also es sind auf jeden Fall jede Menge Farben. Hier auf, ich weiß nicht, wie ich diese Karten nennen soll. Auf jeden Fall auf der Karte steht nur die laufende Nummer drauf. Und dann sind jeweils die Fäden da drin. Toll. Ich freue mich schon. Aber ich glaube, ich werde an diesen fünf Bildern ewig sitzen. Damit habe ich euch die Fäden einmal alle gezeigt. Wartet, ich halte sie nochmal rein. Ich halte sie nochmal rein, ja, damit ihr die seht. Aber fühlen sich schon schön an. Die fühlen sich nicht rau an oder so, sondern fühlt sich gut an. Ich hab absolut keine Ahnung von Kreuzstich. Ne? Also wenn ihr sagt, mein Gott, labert ihr ein Blödsinn oder so, dann sagt es ruhig. Dann ist es in Ordnung. So, ich versuche jetzt hier mal die Fäden hier wieder rein zu drehen, 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 drehen. So. Und dann mache ich die auch wieder hier rein. Das Toolkit schmeißen wir hier auch mit rein, damit es da zusammen ist. Und das war das erste Bild. Ich bräuchte, ich sag's euch, wie es ist.
Brauche ich den Sekretär, der die Sachen hier wieder einsortiert? Mich gerade angeschaut hat. Oh, wartet mal, ich glaube. Doch, das war ein kleines. So, dann haben wir hier das zweite kleine. Und hier ist das hier, was hier blau ist, ist übrigens schwarz. Ne? Das ist schwarz. Und zwar steht hier vorne Link und da hinten ist ein Bossgegner. Irgendwie. Ich zeige euch das mal auf der Vorlage. So. Auf jeden Fall ein sehr episches Bild. Ich hoffe, es kommt gut raus. Mal sehen. Ja, auch hier wieder das Gleiche mit den Legenden. Das werde ich jetzt halt nicht immer zeigen. Aber es geht ja hauptsächlich um das Ergebnis am Ende, ne? Genau. Sehe ich hier Augen irgendwo? Also, ach, das sind die Augen. Okay. Diese zwei gestrichelten Punkte hier, das sind die Augen. Okay. Auch hier ist wieder ein Toolkit dabei, aber diesmal ohne Einfädelhilfe. Oh doch, die ist doch dabei. Ich war gerade echt blind. Einfädelhilfe, Fingerschutz und sind es auch wieder 5 Nadeln? Ja, sind auch wieder 5 Nadeln. Die gehen also sehr offensichtlich davon aus, dass ich 5 Nadeln für ein Bild brauche, dass ich die so oft kaputt mache. Also kann durchaus passieren, dass ich das mache, aber hofft doch mal nicht. So. Achso, ich gucke mal hier, wie viele Farben wir haben. Hier haben wir diesmal 47 Farben. Eine Farbe mehr als vorher. Ich zeige es euch so, oder? Das reicht doch. Fäden werden wahrscheinlich alle identisch sein, weil die von der gleichen Firma sind und gleich verpackt sind. Ich finde es einerseits gut tatsächlich, dass das hier in Einzelsets geschickt wurde. Handy halt die Klappe. Weil dadurch, also dass es in Einzelsets geschickt wurde, weil dadurch hat man die Fäden zu dem Bild immer passend dabei. Und man kann halt sich auch an eins hinsetzen und das machen und das nächste erst in 2 Jahren machen und das nächste erst danach machen. Also das finde ich sehr gut. Andererseits nimmt es ein bisschen gerade mir die Euphorie davon, ein großes Bild zu machen. Weil ich wollte ja quasi einen Fünfteiler auf einmal machen im Sinne von, aber das will es nicht, ganz offenbar. So. Also es hat seine Vor- und Nachteile, dass es so ist, wie es ist. Bild Nummer 3. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir Link mit Zelda. Ich glaube, das ist Zelda im Hintergrund, oder? Wer kennt sich aus? Ist es Zelda im Hintergrund? Ja, ich werde vermutlich damit insgesamt 20 Jahre sogar beschäftigt sein. Also wir haben hier die Prinzessin und warte, und Link ist hier. Der guckt auch nach vorne. Der ist hier unten. Und das ist jetzt eins der mittleren Bilder. Also wir gucken uns das Bild noch mal kurz an. Wir haben jetzt die zwei äußeren Bilder schon gesehen, das mit dem Pferd und das mit dem Bossgegner und jetzt das rechte mittlere Bild. Ja. Das hat 46 Farben, also generell mehr Farben, als ich erwartet habe. Auch hier wieder die Legende gut drauf. Hier sieht man wieder das Motiv. Und auf jedem Ding, das habe ich noch nicht erwähnt, auf jeder Vorlage ist natürlich die Vorlage einmal komplett zu sehen und nochmal eine Anleitung, was man beachten muss beim Sticken, wie das überhaupt funktioniert, wie man am Ende, wenn man fertig ist, den Stoff wäscht und bügelt und so weiter. Und vor allen Dingen, wie viele Fäden man nutzen muss. Das steht hier immer mit dabei.
So, das. Und dann gucken wir auch hier nochmal rein. Wir haben auch hier wieder eine Einfädelhilfe und 5 Nadeln und eine ist davon abgebogen, also nur 4 Nadeln. Und auch wieder ein Fingerschutz. Braucht jemand Fingerschutz? Ich habe ganz viele davon gerade. und hier die Fe Oh, guckt euch mal diese Farben an. Ich finde die total schön hier. So, dieser Farbverlauf da, der ist total hübsch. Die Kamera jetzt noch scharf stellt, dann würde euch das nicht so wirklich machen. Kamera bitte einmal genau hingucken, liebe Kamera. Also ich finde so, ne, das ist so ein Türkis, dann geht es ins Blau, dann Orange und Dunkelorange. Echt schön. Gefällt mir sehr, sehr gut, ne? Aber hier haben wir ein bisschen hier, ne? Gut. Das war Bild Nummer 3. Ich sagte ja, ich werde jetzt nicht so super ins Detail gehen mit den Bildern. Ihr seht auf den Stoffen sowieso nicht so viel. Kann man nicht so gut erkennen. Und ich kann als Laie auch noch nicht erkennen, ob das am Ende gut aussehen wird. Das werden wir dann sehen, wenn ich irgendwann damit fertig bin. Und ja, ich werde euch damit mitnehmen. Ich will nämlich das Zeug hier sticken. Ich will das sticken. Ohne Wenn und Aber. Hier. Guck mal, hier ist das Toolkit-Set größer. Hier habe ich sogar einen Nahtauftrenner dabei. Auch wieder eine Einfädelhilfe. Und ein Blättchen für Fäden. Also das kann man gut nehmen für angefangene Fäden. Also wenn man einen Faden angefangen hat und weiß, man stickt dann mit dem gleich weiter, dann kann man den hier so lange drum wickeln, damit der nicht irgendwie verloren geht. Aber weiß ich nicht. Ein Blättchen. Das ist auf jeden Fall viel wert. Auch hier sind wieder 5 Nadeln dabei und ein Fingerschutz. So, was haben wir hier? Das ist link kletternd an der Wand. Also hier ist quasi einmal so ein Felswand. Die ganze Seite ist eine Felswand. Und ich weiß nicht, hier ist links sein Gesicht. Und da ein Arm. Und ja, also der klettert da quasi die Felswand gerade hoch. Ja. So, dann gucken wir uns hier die Vorlage einmal an. Das ist das Bild dazu. Und ansonsten nichts anderes. 47 Farben. Werden jetzt 46, 47, 46, 47, ne? Oh, und hier die Fäden. So viele rosa Fäden. Ich hoffe, da bleibt echt viel über, ne? Mit denen kann ich so viel Scheiß am Ende machen. Rosa, ganz helles Blau. So ein Schneeweiß mit Blauschimmer ist das. Ach, guck mal da. Echt tolle Farben, ey. Rot ist auch toll. Schön kräftig. Da würde ich am liebsten gleich anfangen, aber nein. Erst noch das letzte Bild zeigen und dann muss ich mich ja auch noch entscheiden, welches Bild ich denn überhaupt anfange mit euch. Also im YouTube-Video. So, das letzte und somit auch größte Bild. Ich habe es verkehrt. Wir haben auf diesem Bild, ich zeige es euch einmal so,
Link steht quasi auf einem Felsen und schaut einfach den Berg hinunter, auf den er vorher hochgeklettert ist, natürlich. Also wir sehen hier so, das ist die Figur, die steht hier und hier oben ist einfach nur Himmel und hier unten der Felsen. Ja, das ist das größte der Bilder. Das hier ist 61 Zentimeter. Oh, wir haben die ganze Zeit nicht gemessen. Warum erinnert mich denn daran keiner? Bestimmt habt ihr schon heimlich alle gerufen. Messen, messen, ob denn die Größenangaben stimmen. Also hier steht 28 mal 61 Zentimeter. So, und 28. Nee, 26 steht da. Und 26 ist leider, leider noch nicht mal die Breite vom Stoff. Also vermutlich ein bisschen schwierig. Etwas traurig. Wir haben hier 20 cm in der Breite. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Ich bin gerade traurig, dass noch nicht mal die Stoffbreite da passt. Aber die Höhe passt. Das sind 61 cm die Höhe. Und beim Bild sind es 55, also beim Motiv selber. Wir haben 20 mal 55 Zentimeter, also beim größten Bild. Und dann könnt ihr ja ungefähr ausrechnen, wie viel es bei den kleineren ist. Ja, das sind hier die Motive. Wir gucken auch nochmal hier ganz kurz drauf. Das größte Bild hat nur 39 Farben, also 7 bis 8 Farben weniger als die anderen Bilder. Und beim Toolkit ist ja auch wieder ein Einfädelhilfe, ein Fingerschutz und 5 Nadeln dabei. Und, oh Gott, wenn ich das schon sehe, fange ich an zu weinen, ne? Das ist schwarz. Das ist alles schwarz. Oh Gott. Sind wir sicher, dass. Ja, doch. Ich wollte gerade fragen, sind wir sicher, dass wir so viel Schwarz brauchen? Also, vermutlich eher nicht so, aber ich glaube, sie haben auch wieder mehr Fäden eingepackt, als wirklich notwendig sind. Aber guckt mal, dieses helle. Oh, das seht ihr gar nicht. Das ist so ein heller Fliederton, der ist total süß. Das waren die 5 Stoffe, die 5 Motive. Ja, ich werde jetzt kurz eine Pause machen und dann werdet ihr gleich sehen, für welches Motiv ich mich entschieden habe, was wir ansticken. Ansticken, wir sticken hier dran. Wir machen Kreuzstich. Okay, bis gleich. So, Versuch Nummer 2, dieses Voice-Over zu machen. Wir sind hier auf einer Geschwindigkeit von 500%. Also ihr seht, es extrem schnell. Aber ich werde euch trotzdem was dazu erzählen. Ich habe mich entschieden für den Part, an dem Link und Zelda zu sehen sind. Denn der hat mich am meisten getriggert und ich fand den am interessantesten. Vor allen Dingen habe ich da große Flächen, wo ich erstmal mit einer Farbe sticken kann und muss nicht ständig den Faden wechseln. Ja, bei den Fäden ist es so, dass man die super trennen kann. Also da hatte ich keinerlei Probleme, musste da auf nichts achten, konnte da die gut halbieren. Da ich mit 3 Fäden sticke, weil es 11 cm sind, war das eine super Sache. Ja, dann habe ich da meinen Anfang gemacht und habe erstmal versucht, irgendwie anders zu sticken, als ich sonst mache. Ich habe versucht, nämlich von oben nach unten zu sticken. Aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert, weil ich immer von unten links nach oben rechts den ersten Part mache. Und da habe ich ein bisschen gestruggelt und irgendwie hat das nicht ganz so toll funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, war irgendwie komisch gewesen.
Ja. Dann habe ich quasi den weißen Faden da erstmal, also dieses kleine Stückchen da fertig gemacht mit dem weißen Faden. Und dann habe ich den blauen Bereich angefangen. Und da habe ich dann wieder andersrum gestickt. Das werde ich euch aber gleich noch ein bisschen genauer erzählen. So generell, ja, zwischendurch habe ich natürlich auch noch mit Leuten geschrieben, weil ich einfach nur nebenbei aufgenommen habe. Aber so generell habe ich quasi versucht, möglichst viel hier schon zu sticken. Aber ich habe nicht zu viel gestickt, weil es kommt ja noch ein Video, bei dem ich euch quasi mit euch gemeinsam sticke. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das andere Video, wo ich mit euch gemeinsam nochmal sticke, dann auch im Schnelldurchlauf mache und dann einen Voice-Over mache oder ob ich da richtig mit euch quatsche, während ich ein paar kleine Stiche mache. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber wäre, ob ich das dann wieder so im Schnelldurchlauf mache, dann seht ihr ein bisschen mehr potenziell. Oder ob wir da wirklich ein paar Stiche gemeinsam machen sollen. Ja, das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren verraten. Genau. Ich habe hier schon, wie ihr vielleicht schon seht, bereits gewechselt, weil ich bin jemand, der von unten nach oben die eine Hälfte stickt und von oben nach unten die Kreuze dann voll macht. Und alles andere, was ich versuche, damit komme ich nicht klar. Ihr könnt mir gerne mal erzählen, wie ihr stickt, wenn ihr Kreuzstich macht. Denn jeder macht es ja irgendwie anders. Es gibt auch Leute, die von links nach rechts die eine Hälfte machen, von rechts nach links die andere Hälfte. Das habe ich auch schon versucht, damit komme ich erst recht nicht klar. Wenn man dann den Nadel irgendwie von oben nach unten so reinstecken muss, das ist nichts für mich. Und so kann ich die Nadel, also wenn ich von unten nach oben und von oben nach unten sticke, kann ich die Nadel quasi immer von rechts nach links zu meinem Daumen führen. Und das ist irgendwie so die beste Variante für mich. Da habt ihr gerade gesehen, wie die Nahaufnahme des weißen Bereiches aussieht und das fand ich super. Also der weiße Faden war genial gewesen. Und der rosane Faden für den blauen Bereich, den fand ich jetzt nicht ganz so schön. Also irgendwie war der, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, strohiger oder so. Auf jeden Fall habe ich den immer irgendwie, wenn ich da gestickt habe, geteilt und bin da durch. Und dann hat er auch zwischendurch so das Geräusch vom Reißen gemacht. War also nicht so schön. Glücklicherweise ist der rosane Faden, glaube ich, bei den anderen Bildern nicht so sehr vertreten. Und dann komme ich damit klar, wenn das jetzt nur das Stück vom Himmel da ist, dann ist es in Ordnung. Genau, also hier sieht man es quasi, ne? Dass ich da einfach von rechts nach links reingehe. Und das ist für mich irgendwie das Angenehmste, um zu sticken. Ja, würd mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das macht. Und da könnt ihr mir gerne euer Feedback mal mitteilen und gerne Tipps und Tricks, wie ihr denn überhaupt stickt und ob es mir was bringt, wenn ich den Faden vorher durch Bienenwachs durchziehe. Oder was ihr da sagt, würde mich auf jeden Fall reizen, da mal ein bisschen Input zu bekommen. Ja, ansonsten sieht man das vielleicht jetzt schon. Oder ich glaube, in der nächsten Reihe sieht man es besser. In der nächsten Reihe sieht man, dass quasi der Faden so Schlaufen zieht. Ich habe die auch nicht weggekriegt durch Strafferziehen am Faden oder so. Und dadurch sieht es irgendwie so unsauber aus. Ich hoffe, dass sich das legt, wenn ich das dann ein bisschen gewaschen und gebügelt habe, damit dass es wieder ein bisschen sauberer aussieht. Aber ansonsten hat sich das ziemlich gut sticken lassen. Die Löcher waren super zu treffen. Die Größe mit 11 cm ist natürlich auch prima für mich als blindes Huhn.
Ja, ansonsten kann ich euch erst so richtig echtes Feedback geben, wenn ich so zwei Stickbilder fertig habe, damit ich euch sagen kann, wie die Fäden denn letztendlich nun sind. Das kann natürlich auch sein, also egal wo man sich was holt, dass es mal eine schlechte Charge gibt oder so und das nicht auffällt, weil es einfach gar nicht so mega auffällig ist. Aber hier sieht man es, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, dass die unteren Kreuze, die sind so ein bisschen voluminöser. Das liegt daran, weil die Fäden einfach nicht richtig sich ziehen lassen haben. Ich verstehe aber auch nicht warum, weil hinten ist überhaupt kein Knoten oder so. Und dadurch sieht es halt irgendwie komisch unsauber aus. Ja. Ist halt echt schade drum. Aber gut. Kann auch natürlich an meiner Unwissenheit liegen, ordentlich zu sticken. Ich habe ja erst angefangen mit dem Hobby. Ich habe erst angefangen und das ist meine Ausrede für alles. Damit ihr das wisst. Aber ich werde zukünftig auf jeden Fall wesentlich mehr verschiedene Hobbys zeigen. Diamond Painting, Kreuzstich. Ich will auch noch ein ordentliches Perlenstickbild starten und das mit euch gemeinsam sticken. Und dann will ich auch häufiger Videos machen, indem ich was bastle oder auch Videos zu meinem Shop. Das ist auf jeden Fall alles noch auf meiner Liste. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass ich da das euch schön zeigen kann. Ja, da kommen wir auch schon langsam so ein bisschen zum Ende. Ich mache jetzt dann, glaube ich, noch eine Reihe oder so. Und dann haben wir das in der Nahaufnahme. In der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal den Shop aufrufen, VIP Cross Stitch. Die haben ganz viele tolle Stickmuster da. Also komplette Sticksets, wo Fäden und alles dabei ist, so wie bei denen, die ich euch heute hier vorgestellt habe. Achtet aber bitte immer darauf, dass ihr wisst oder ihr einschätzen könnt, wie detailreich oder nicht detailreich die angegebene Größe ist. Ihr habt es am Anfang gesehen, dass die angegebene Größe die Größe des Stoffes ist. Also das Motiv ist nochmal wesentlich kleiner als die Stoffgröße. Das nur nochmal, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Ja. Und da ist der Faden gleich zu Ende. Ich tue, wenn der Faden zu Ende ist, steche ich nochmal hinten durch und dann fädel ich den dann nochmal durch, durch ein paar durch und schneide den dann ab. Dann ist gut für mich. Ich habe eine ganze Zeit da nochmal Knoten und so gemacht und irgendwie habe ich aber nicht das Gefühl, dass das einen Unterschied macht, ob ich jetzt da Knoten weiter verwende oder nicht. Es sitzt trotzdem bombensicher. Genau, die Reihe machen wir noch zu Ende und dann zeige ich euch die Nahaufnahme, damit ihr seht, wie das Stickmuster ist. In der Zwischenzeit könnt ihr ja einen Kommentar schreiben, liken oder falls ihr noch nicht habt, ein Abo dalassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jeder Kommentar wird beantwortet und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen, vielen lieben Dank und viel Spaß beim Sticken.